Und hier ist die Bedienungsanleitung, also Aufklappanleitung in etlichen Sprachen. Ne? So, mal schnell durchlesen. Okay. Und hier sieht man dann bis 100 Kilogramm wiegt er nicht, sondern so schwer dürfen die Menschen sein, die die damit fahren, ne? Hier und da, ja, und das ist die Vorderseite und Rückseite vom Karton, ne? Ja. Ich sehe nichts mehr, warum. Die Rückseite vom Karton war nicht so teuer, wie viel habe ich jetzt vergessen. Und hier ist der Roller und ja, und kann man ihn dann auch aufklappen. Also ist auch eine wunderbare Haltegriff. Und diverse Hebel, ne, wenn man die Hebel dann und so, Moment, ja, genau, das ist meine ideale Sache hier, nicht? Hebel. Und und ist dann hörbar, Moment. So, ne, oder? Ja. Hörbar einrasten. Also, vorhin hat es noch geklappt. Alles ganz einfach, ne? Und so. Naja, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, ne? Also, hier, ne? Ja. Und machen wir lieber mal hier erst die, die Griffe, ne? Die Griffe kann man hier so wunderbar einstecken und klick. Ja. Ja. Klick. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. Ne? Also auch hier mit dem Gummizug, ne? Ja. Alter, was machst du? Bisschen dumm. Ja. Ja, sehr schön, ne? Und hier, ne, ist der Haltegriff, ne? Ich hab jetzt auch noch eine Tasche bestellt. Und eigentlich ist es dann schon so ziemlich fertig, ne? Aber da ohne Müsste es noch knicken. Ja, muss es noch knicken. Also das ist wahrscheinlich auch dann Übungssache, ne? Ja. Aber und jetzt auch also kleinen Moment Pause, Moment, es geht dann gleich weiter und jetzt geht's weiter. Jetzt hat es auch geknickt, ihr habt leider nicht hören können, aber ihr wisst ja, mit einer in Zukunft, dann ist das alles nicht so einfach. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da die Kamera nehmen können. Ja, genau, ne? Ich probiere das mal.
Also, ne? Ja, wichtig zu wissen auch hier, der Lenker ist natürlich verstellbar. Ne? Er ist ja so doch ein bisschen niedrig eingestellt. Ne? So. Ein Hebel, zwei Klicks, ne? So ungefähr. Und dann sieht die Sache gleich ganz anders aus. Und schon ist das alles viel einfacher geworden. Und man hat jetzt deutlich weniger Probleme vom Sofa zum Kühlschrank zu kommen und zurück. Und auch für Fahrten auf die Toilette oder ähnliches ist es sicherlich geeignet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ne? Danke.